wo wir einfach dein Reich demonstrieren können. Sind wir nicht zu vornehm, nicht zu schüchtern? Da war noch jemand mit Ellbogen. Du, ja? Das war vor einer Weile. Okay, und jetzt? Ist gut, ne? Die hat nämlich ausgeschlagen, die Herrlichkeit. Du kannst, du weißt doch gar nicht, wie weit diese Herrlichkeit reicht. Die Power ist so groß, dass Menschen geheilt werden, während man gerade predigt über die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, wenn du sie jetzt als Person vorstellst, dann sitzt sie da irgendwo und denkt, ah, ich wurde gerufen. Ja, hier bin ich. Ja, oder boah. Und dann macht die Herrlichkeit das, wozu sie geschaffen wurde. Wir haben das so oft erlebt, während wir da irgendwie gebetet haben oder gepredigt haben, da sind da hinten irgendwo, sind Leute gesund geworden, für die hat kein Mensch gebetet. Aber einfach, weil die Gegenwart Gottes da ist, weil der Heilige Geist da ist. Und weißt du, das ist etwas, wo wir lernen müssen. Und ich sage absichtlich müssen. Wir dürfen es lernen, das ist die christlich vornehme Form, das zu nennen. Ja? Oh Herr, wir dürfen lernen, das zu tun. Nein, wir müssen es lernen. Nicht vornehmen, sondern wir müssen es lernen. Ja, wir müssen es lernen, diese Vorlage, die der andere uns gibt, zu erkennen und zu sagen, Herr, ich warte auf eine Vorlage. Hallo, schönen guten Tag, wie geht's denn? Auch beim Einkaufen, was kaufen Sie heute? Oh, Morüm, jawohl, wunderbar. Ne? 10 Kilo ist ein wenig viel, ne? Ja, na. Ja, es ist aber schwer zu tragen, ich habe es im Kreuz. Sie haben es im Kreuz, okay. Und das, ich habe es im Kreuz, ist deine Vorlage. Das ist das Stichwort. Da muss bei dir die Alarmglocke kommen. Da muss der Heilige Geist, ding, 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 jetzt bist du dran. Und du sagst, ach, Sie haben es im Kreuz. Ich habe was dagegen. Ehrlich, was haben Sie denn dagegen? Die sind interessiert, die Leute. Weil die denken, du gibst ihnen jetzt irgendein Großmütterchen, Mittel irgendwie, ja, 5 Kilo Brennnesselsud und Zeug, aber, ja, und du sagst, ich kann für sie beten. Ach ja, schließen Sie mich einmal in Ihr Nachtgebet ein. Wird uns so häufig, ja, wenn Leute religiös sind, dann das Nachtgebet kennen sie und dann sagen sie, ja, schließen, na, nichts Nachtgebet, jetzt. Genau. Was, jetzt? Ja, also mal her, zack, bumm. Ja. In Jesu Namen, Rücken in Ordnung. Wir müssen keine großen Gebete machen. Wir müssen keine medizinischen Kenntnisse haben. Wir müssen nicht wissen, ob jetzt da die Bandscheiben so sind und warum die raus sind und hin und her. Sondern wir sagen, in Jesu Namen sei geheilt. Wenn du irgendwie eine medizinische Funktion kennst, ja, dann kannst du das auch gerne sagen, das ist kein Problem, aber es ist nicht wirklich notwendig. Jesus hat manchmal nur gesagt, die geschehe, wie du geglaubt hast. Und bumm, was ist da? Ja? Sei geheilt in Jesu Namen. Und dann lass es probieren. Bitte lass es probieren. Schick sie nicht weiter, ohne dass sie es probiert haben. Weil oft kommt diese Realität des Glaubens. Das ist wie im Unsichtbaren ist es da. In dem Moment, wo sie probieren, wird es offenbar. Und sie stellen fest, oh, es tut nicht mehr weh. Glaube wächst, tuk, 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 wird größer, größer, größer. Und das ist genau das, was uns Jesus mit dieser Hochzeit zu Kana vermitteln wollte. Er sagt, schau her, Herrlichkeit, die ich habe, ich entscheide, ob ich sie offenbare oder nicht. Und wenn ich sie offenbare, dann offenbart sie sich in Zeichen und Wundern. Für die Not von Menschen. Und hier war es ja wirklich jetzt nicht eine geistliche Not. Es war sehr irdische Not. Und Jesus will uns benutzen, um die Nöte der Menschen zu berühren. Im Auftrag Gottes. Und ich möchte mit euch, und damit schließe ich, noch eine Stelle lesen. Damit ihr mir auch glaubt. Apostelgeschichte 9, 32.
bis 35. Apostelgeschichte ist die Geschichte der Apostel nach deutscher Übersetzung. Im Englischen heißt The Book of Acts, das Buch der Action. Das Buch der Aktion. Das heißt so, weil in diesem Kapitel Aktionen beschrieben wurden, die die erste Gemeinde gemacht hat. Und hier wird uns beschrieben, Apostelgeschichte 9, Petrus. Klar, er war Apostel. Apostel haben auch eine besondere Salbung. Aber es ist beispielhaft auch für jeden anderen Gläubigen. 32 bis 35. Es geschah aber, als Petrus überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, oder zu den Gläubigen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, der hatte 8 Jahre auf dem Bett gelegen, denn er war gelähmt. Das ist die Situation. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sofort stand er auf. Auch hier haben wir genau das Gleiche. Kein Lobpreisteam vorher, nicht mit Öl gesalbt, kein Intercession-Team, nix. Er hat nicht gebetet, er hat gar nichts gemacht. Er geht hin und sagt, Aeneas, meinst du nicht, dass 8 Jahre genug sind? Wird Zeit, dass du dein Bett selber machst? Wird Zeit, dass die Welt dich wieder anders wahrnimmt als nur als den Gelähmten? Jesus Christus macht dich gesund. Er spricht die Wahrheit aus. Er spricht das Wort Gottes aus. In Jesu Namen, steh auf. Und sofort stand er auf und ward gesund. Nicht nur dieses Wunder an Aeneas. Vers 35. Das sahen ihn alle, sag mal alle, weil wir müssen gleich erklären, was das bedeutet, die in Lydda und in Charon wohnten und bekehrten sich zu dem Herrn. Alle. Zwei Städte, Lydda und Charon, alle Leute, die dort wohnten, alle, weil die Bibel sagt alle, selbst der Kleinste, haben sich aufgrund dieses Wunders, dieses Zeichens bekehrt. Zwei Ortschaften mit einem Wunder. Das ist gut, oder? Das ist die Dimension des Heiligen Geistes. Das ist die Dimension, die Gott mit dir gehen will. Ein Wunder und ganz führt, bekehrt sich. Und das muss hier oben mal in deinen Kopf. Nicht zu sagen, führt ist so schlecht. Führt ist so voll mit Ausländern. Führt ist so voll mit Islam und mit Moslems und türkischen Leuten und jetzt alle. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist doch uninteressant. Die Bibel sagt, ein Wunder und zwei Ortschaften haben sich bekehrt. Und wenn wir anfangen, das zu glauben, wenn wir anfangen, in diese Dimensionen zu denken, wenn wir sagen, Herr, du hast Lydda und Charon durch ein Wunder geknackt, dann ist es doch dir ein leichtes, Bamberg zu knacken, das seit 1000 Jahren super religiös ist. Das ist doch überhaupt nichts. Und in der Zwischenzeit bereitet uns der Heilige Geist vor, damit wir mutig in diese Richtung gehen. Er gibt uns kleine Leute und große Leute und kleine Anliegen und große Anliegen und wir üben und wir gehen rein und wir machen das und irgendwann kommt eine andere Dimension. Aber wenn wir nicht gelernt haben, mutig zu sein und das umzusetzen, was Gott uns gegeben hat, dann werden wir nicht die Werke Jesu tun. Dann werden wir uns nicht trauen, Dämonen auszutreiben. Vom Bundesvorsitzenden der Zauberer oder sonst irgendwas. Oh, was für. Ist doch wurscht, was der ist. Amen. Zauberer. Die Macht der Zauberer ist doch
nichts gegen die Kraft Jesu. Wir müssen uns das an. Gott liebt ihn, er will ihn retten und er hat die Kraft, seine Macht zu demonstrieren, sodass selbst der Zauberer in Erstaunen versetzt wird. Apostelgeschichte live. Und deswegen habe ich auch im Auftrag Gottes wirklich dieses Buch geschrieben und wir haben es Apostelgeschichte 29 genannt. Und der gute Christ, der Bibelleser, der du bist, weißt ja natürlich, dass Apostelgeschichte nur 28 Kapitel hat. Ne? Ich habe es am Anfang auch nicht gewusst, auswendig. Sage ich, wieso 29, da gibt es das schon. Da sagt er, habe ich nachgeguckt, au, hört bei 28 auf. Ja? Und dann sage ich, wieso 29? Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, weil die Apostelgeschichte, wie sie in der Bibel steht, noch nicht fertig ist. Weil die Apostelgeschichte wieder weitergeht. Weil ich dabei bin, meinen Leib wiederherzustellen in die Dimension der ersten Gemeinde, die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und deswegen nennst du es Apostelgeschichte 29 und füllst es mit Erfahrungen, wie du hineingewachsen bist in diese Dimension, für Menschen zu beten, Dimension des Wortes, Dimension des Glaubens, Dimension der Autorität und füll es mit deinen eigenen erlebten Beispielen. Und es sind alles Beispiele, die wir selber erlebt haben, weil wir nicht möchten, dass man sagt, über fünf Ecken hat man gehört, dass der jemanden kennt, der jemanden wiederum kennt, der einen da irgendwie gebetet hat. Ja, dann sagst du, wer weiß, ob das stimmt. Und das schönste Zeugnis über dieses Buch, was ich bis jetzt bekommen habe, war von einer Frau, die nicht an Jesus glaubt. Und wir haben ihr dieses Buch geschenkt zu Weihnachten. Sie hat es verschlungen. Sie hat es dann gleich weiter verschenkt an ihre Freundinnen. Sie ist in den Buchladen, hat es gekauft, hat es weiter verschenkt, weil sie sagt, das müsst ihr lesen. Und ich hatte gesagt, das, was da drin steht, das ist unmöglich. Das gibt's nicht. Aber weil ich den kenne, der das Buch geschrieben hat, muss es stimmen, was er geschrieben hat. Und dadurch ist Glaube aufgebaut worden in ihrem Herzen. Sie hat sich mittlerweile bekehrt. Und das ist die Absicht, die Gott mit diesem Buch hat, Glauben zu erzeugen, damit wir in eine Dimension hineingehen, auf die diese Welt wartet. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du so mächtig bist, dass du so super bist. Herr, und dass die Berichte in der Bibel, dass sie nicht nur da sind, damit wir Aha und Oh staunen, sondern dass wir es nachmachen. Dass wir sagen, Herr, wenn du es gemacht hast, dann gehen wir in die gleichen Dinge. Dann werden wir es tun, weil du uns das beauftragt hast, Johannes 14, 12. Es ist unsere Berechtigung, es ist unsere Prokura, es ist unser Auftrag, Jesus. Und Herr, hilf uns, dass wir lernen, in diese Dimension zu gehen. Heiliger Geist, dass wir auf dich hören, dass wir dein Reden hören, dass wir dein Reden hören, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ist noch jemand hier mit Problemen im Knöchel? Da war die Hand oben, ja. Preist dem Herrn. Was sagt das Wort? Wort der Erkenntnis, Gott offenbart, was er machen will. Also ist es praktisch schon erledigt. Steh mal kurz auf. Und was sagen wir dann einfach nur noch? Amen, sei geheilt, in Jesu Namen, probier dein Knöchel. Also der Knöchel schmerzt nicht, sondern der ist schon seit ungefähr 8 Jahren geschwollen. Immer. Okay. Okay. Hast du Schmerzen? Im Knöchel? Kann ich im Moment leider nichts wechseln, weil dein Smartphone offline ist. Das kann der Grund sein, warum die Schwellung noch da ist, weil das offline ist. Nein, okay. Ja? In Jesu Namen sei geheilt. Du wirst sehen, die Schwellung verschwindet. Amen. Die Schwellung verschwindet. Ja, ja, glaub dran. Ich weiß es. Na? Weil Gott redet und er sagt, was er tun wird,
Er offenbart seine Herrlichkeit in dem Wort der Erkenntnis und dann ist es so gut wie erledigt. Preis dem Herrn. Ob wir es sofort sehen, wie da beim Ellbogen, oder ob wir sagen, okay, kannst heimgehen, kannst sagen, Fuß, kannst machen, was du willst, du bist geheilt. Weil Gott hat es gesagt. Ja? Preis dem Herrn. Hast du irgendwas? Probleme hinten im Rücken, im unteren Wirbelbereich, ja? Stehst du mal auf? Bruder, du auch? Komm doch mal nach vorne. Andra, kommst du? Noch jemand? Okay. Legst du immer die Hand auf? Da im unteren Bereich, genau. Es gibt keine Methode, dass man sagt, nur wenn man spricht, dann geht's. Oder nur wenn man die Hände auflegt. Oder nur wenn man das macht oder das. Ja? Und da legt die Hand auf diesen Bereich, der Schmerzen bereitet. Und sie findet es lustig. Sie freut sich. Und ich sage dir eins, ne, der Heilige Geist, der hat mehr Humor, als du denkst. Ne? Das kriegst du manchmal nicht gebacken, so viel Humor hat er. Ja? Beweg dich mal, das, was vorher nicht so... Ist lockerer? Bück dich mal nach vorne. Kannst du das? Ist gut, ne? Super. Und das siehst du, manchmal macht der Heilige Geist einfach nur eine Lachtherapie. Ja, und Leute bezahlen sehr viel Geld beim Arzt, um eine Lachtherapie zu machen. Beim Heiligen Geist kriegst du das gratis. Wenn er dich zum Lachen bringen will. Kann auch sein, dass der Nächste losheult. Ich habe noch ein Taschentuch hier. Ja? Bist du jetzt der Fänger von ihm oder brauchst du auch Gebet? Wenn es nötig sein soll. Er hat Vital, ja. Ich habe. Machen wir doch das nochmal mit der Herrlichkeit. In welchem Bereich hast du? Auch der untere Bereich. Dann lassen wir doch die Herrlichkeit einfach nochmal wirken. Und Gott, er arbeitet auch mit diesen Beispielen. Ja, das ist ein 0815 Taschentuch. Da ist nichts Besonderes drin. Aber das dient einfach, damit es euch zur Verdeutlichung wird, was es bedeutet, diese Herrlichkeit zum Einsatz zu bringen. Ja? In Jesu Namen. Amen. Probier's. Ja. Beim Aufstehen merkt das Wort. Ja? Ist es jetzt gut oder ist noch was da? Ein Handicap. Also beim Aufstehen vom Stuhl war es besser, als wie ich mich hingesetzt habe schon. Okay, und jetzt? Ja, jetzt wo ich noch spüre ich. Gar nichts. Wunderbar. Preist dem Herrn. Yes. Halleluja. Alle Ehre sei Jesus. Amen. Wo ist jetzt? Okay, du warst zum Fangen da, ne? Okay. Halleluja.
Nicht, dass wir einen wieder wegschicken und denken, okay, der war zum Fangen da und in Wirklichkeit war der Kreuzlamm. Ne? Aber weißt du, Gott vergisst keinen. Wir waren mal in Brasilien gewesen und dann haben wir auch so für die Leute gebetet und dann kamen so viele nach vorne und wir mussten zwei Reihen machen. Und wir hatten gar nicht genug Leute, dass man jetzt sagt, man kann ihm denen die Hand auflegen oder so. Da sage ich, Herr, was machen wir denn? Das ist ja da irgendwie ein wenig ein Chaos. Ne? Und dann sagt er, lass doch die zweite Reihe, die eigentlich selber Gebet brauchen, lass doch die zweite Reihe der ersten Reihe die Hand auflegen. Da sage ich, okay, also jetzt bitte legt mal die Hand auf. Nein, wir brauchen doch selber Gebet. Sag ich, ja, kommt schon. Aber legt erst mal auf. Ja? Also die alle von hinten nach vorne die Hand gelegt und dann... Ich habe gebetet und dann habe ich gesagt, erste Reihe, okay, wie schaut es aus? Waren durch die Bank, war alle in Ordnung. Und dann sag ich so zum Herrn, sag ich, okay, und jetzt beten wir für die Zweiten. Sagt er, brauchst nicht mehr beten, die sind alle gesund. Da frage ich die zweite Reihe, sage ich, ihr seid jetzt auch alle gesund, ne? Und dann, ja. Und da waren die Zweiten auch gesund, die haben das gar nicht mitgekriegt. Dadurch, dass sie mit im Einsatz waren, hat sie Gott einfach berührt. Ja, und deswegen ist es einfach so schön, mit Gott zusammenzuarbeiten, weil du weißt selber nicht, was kommt. Du kannst nicht sagen, das ist so und so und so. Und das macht es so spannend. Das ist so schön. Ja, wenn du gar nicht weißt, was passiert und plötzlich, zack, ist es da. Und das ist, ich liebe das. Ich liebe das. Weil man da drin einfach diesen Jesus sieht. Weil man sieht, wie Jesus wirklich ist. Er liebt den Menschen, er kümmert sich um ihn. Es ist ihm nicht egal, ob der Probleme hat oder nicht, ob er selbst verschuldet ist oder nicht. Nach dem fünften Mal ist es dann ein bisschen was anderes, aber nicht beim ersten Mal. Ja? Und er hat eine Antwort. Und lass uns dafür beten, dass einfach wir diese Gelegenheiten, die Gott uns gibt, dass wir sie erkennen. Wenn du möchtest, dann steh mal auf und dann beten wir zusammen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir für deine Wegweisung, auch für uns als Gemeinde. Als Gläubige, Vater, und ich bete für jeden Einzelnen hier, der das auch möchte. Herr, dass du ihm diese Gelegenheiten wahrnehmen lässt. Jesus, dass er erkennt, wann die Menschen ihre Not zum Ausdruck bringen und wann sie offen sind dafür, dass wir ihnen die Herrlichkeit offenbaren, die du uns gegeben hast, an jedem Einzelnen. Und ich löse diese Erkenntnis vom Himmel für uns, dass wir Herrlichkeit empfangen haben, um es einzusetzen. Und dass diese Herrlichkeit Zeichen hervorbringen wird, Wunder hervorbringen wird. Ich segne meine Geschwister, ich segne sie mit Kühnheit, dass sie den Leuten zuhören können, dass sie mit den Leuten reden können und dass sie ihnen begegnen können in der Kraft des Reiches Gottes. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Alle Ehre sei Jesus. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Weil er ist es würdig. Jesus, danke. Danke, Jesus. Halleluja. Vielen Dank. War schön bei euch. Haltet das Wort fest und setzt es ein. Und Gott wird es vervielfältigen, er wird es groß machen und lasst es euch nicht wegnehmen. Braucht noch jemand ein bisschen Herrlichkeit? Eine gibt es noch. Okay. Nichts gibt's. Vielen Dank.
ein bisschen. Ja. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke so sehr. Wow, thank you, Father. Vielen Dank. No, I don't need that. It's okay. Who has received a manifestation in the last 5 weeks? Wer hat in den letzten 5 Wochen eine Manifestation? Stand up. Er steht auf. Halleluja. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow. Awesome. That's our God. That's our God. Amen. Amen. That's our God. Hallelujah. Tonight I want to receive a love gift. Heute Abend möchte ich eine Liebesgabe einsammeln. And we want to send our guest minister.